In diesem Video machen wir Aufgaben zur Potenzrechnung. Wir wollen einfach üben. Die Regeln hast du in der Reihe schon kennengelernt. Praktisch alle Möglichkeiten, wie man Potenzen kombinieren kann, was Potenzen bedeuten, auch Wurzeln, Zehnerpotenzen, wissenschaftliche Schreibweise, haben wir alle schon behandelt. Aber jetzt wollen wir einfach mal nur durchüben. Denn nur durch Üben kriegst du wirklich hinterher die Fähigkeiten hin. Das hier sind Potenzen. Drei Beispiele für die Potenzschreibweise. Was bedeuten die Potenzen? Die Potenzen bedeuten einfach mehrmaliges Multiplizieren. Zum Beispiel 2 mal 2 mal 2. Nicht verwechseln mit 2 mal 3, sondern 2 mal 2 mal 2. 3 mal steht ein Faktor da. Genauso 10 hoch 4 und 10 hoch 4 kann man dann schreiben als 10.000, wenn du dir das überlegst. 10 mal 10 mal 10 mal 10 gibt 10.000. Und wenn die Potenz a hoch n heißt, dann müssen wir einfach a n mal miteinander multiplizieren. Soweit die Vorbemerkung. Und was du auf jeden Fall wissen musst, ist, wir haben es immer mit einer Basis zu tun. Die Basis ist hier die 2, was unten steht. Das Große ist also immer die Basis. Und was oben steht, ist dann immer der Exponent. Exponent oder auch die Hochzahl. Was ist also jetzt zum Beispiel der Wert dieser Potenz? Basis, Hochzahl. Was ist der Wert? Gut, um den Wert zu bestimmen, kannst du mit dem Taschenrechner 3 hoch 4 rechnen, wenn dir das geläufig ist. Oder um sicher zu gehen, schreibst du es dir erstmal hin. Das ist 4 mal die 3. Als Faktor, wie gesagt, nicht verwechseln mit 3 mal 4, 3 mal 3 mal 3 mal 3. Und das kannst du dir ziemlich einfach ausrechnen, wenn du clever bist, mit dem kleinen 1 mal 1 umgehen kannst. Dann weißt du, dass das 81 gibt, das hier 9 gibt, sorry, und das hier 9. Und zusammen kommt dann raus 81. So, die nächste Schwierigkeitsstufe sozusagen ist das Multiplizieren von Potenzen. Wenn wir dieses Produkt anschauen, fällt uns auf, die Basis ist gleich. Das ist jedes Mal die 3. 3 hoch 4 mal 3 im Quadrat. Jetzt, wenn du nicht sofort weißt, was du zu tun hast, nicht lange grübeln. Du kannst jede Potenz ja auch ausmultiplizieren. Also hier kannst du 4 mal die 3 schreiben und da kannst du 2 mal die 3 schreiben. Und raus kommt dann insgesamt 3 hoch 6. Und du siehst natürlich, die 6 ist ja nichts anderes als die 4 plus die 2. Noch ein Beispiel dieser Art. 2 hoch 2 plus 2 hoch 3 ist 2 hoch 5. So, jetzt steigern wir die Schwierigkeit weiter. Wir haben wieder so eine Aufgabe, gleiche Basis. Und hier 3 hoch 4 und hier 3 hoch minus 2. So. Und das kannst du genauso behandeln wie vorher. Wir addieren die Exponenten. Und was heißt das, wenn du eine negative Zahl addierst? Dann steht hier insgesamt da 4 minus 2. Du addierst minus 2. Und raus kommt 3 im Quadrat. Nämlich 3 hoch 2. Jetzt musst du aber wissen, was so eine Potenz mit einem negativen Exponenten überhaupt bedeutet. Das kannst du dir leicht klar machen. 2 hoch minus 3 mal 2 hoch 3 ist 2 hoch 0 und das ist gleich 1. Die Regel hast du auch schon kennengelernt. Und jetzt schreiben wir das einfach mal aus, nämlich 2 hoch minus 3 schreiben wir 1 durch 2 hoch 3 und hier multiplizieren wir mit 2 hoch 3 und du siehst, das ist genau 1. Also gilt 2 hoch minus 3 ist nichts anderes als 1 durch 2 hoch 3. Ja, ist 1 durch 2 hoch 3. So, jetzt haben wir gerade negative Exponenten gehabt und jetzt werden wir noch verrückter und machen sogar gebrochene Exponenten. Also was da oben als Exponent steht, ist ein Bruch. Erstmal völlig undurchsichtig, was soll das geben, wenn du ein halbes Mal eine Zahl mit sich selbst multiplizierst? Aber schauen wir uns einfach unsere Produktregel an. 2 hoch 1/2 mal 2 hoch 1/2 ist nach unserer Regel 2 hoch 1, also 2. Und welche Zahl mit sich selbst multipliziert gibt 2? Ja, Wurzel 2. Das hast du schon früher bei der Wurzelrechnung kennengelernt.
Also haben wir hier die Regel, Wurzel 2 ist 2 hoch 1 halb. Darauf werden wir noch zurückkommen, aber jetzt wenden wir uns einer weiteren Potenzregel zu. Nämlich, wir potenzieren eine Potenz. Ja, was kann denn daraus kommen? Sieht jetzt kompliziert aus. 2 hoch 3 und das nochmal hoch 4. Das ist aber ganz leicht herzuleiten, was wir in anderen Videos dieser Reihe auch gemacht haben. Das Ergebnis ist auf jeden Fall 2 hoch 3 mal 4. Und das ist dann 2 hoch 12. Oder hier 10 hoch 2 hoch 3 ist 10 hoch 2 mal 3. Bei den Zehnerpotenzen sind wir auch schnell beim gewohnten. 10 hoch 2 ist 100. 100 hoch 3 heißt jetzt, statt der 2 Nullen machen wir 3 mal 2 Nullen. Ja, und hier haben wir dann 10 hoch 6. Und hier haben wir natürlich auch 10 hoch 6. Also das ist gleich. Und jetzt kommen wir, wie versprochen, wieder zu unserer tollen Wurzel 2 zurück und verwenden unser ebenso tolles neues Konzept, unsere neue Regel dafür, nämlich Wurzel 2 im Quadrat. Wir hatten ja Wurzel 2 mal Wurzel 2 ist 2. Also Wurzel 2 im Quadrat ist 2. Und Wurzel 2 ist 2 hoch 1 halb. Und damit haben wir wieder unsere Regel bestätigt. 2 hoch 1 halb und das hoch 2 gibt 2 hoch 1 halb mal 2. Und 1 halb mal 2 ist natürlich 1. Und da kommt wieder die 2 raus. Passt also alles wunderbar und wir haben jetzt gleich mehrere Regeln zusammen wiederholt. Hier haben wir jetzt 4 kleine Aufgaben, die du mit dem vorhergegangenen wunderbar meistern kannst. 2 hoch 3 und das dann hoch 7, das ist einfach 2 hoch, jetzt Pause, wenn du es ausfüllen willst, 3 mal 7 und es ist 2 hoch 21. So, du kannst jetzt auf Pause drücken, um die anderen Aufgaben rauszukriegen. Probier es mal. So, bei diesem Ungetüm hier, hier Minus und hier gebrochener Exponent, gehen wir einfach stur nach Regel vor. Ist 2 hoch minus 2, und das müssen wir jetzt in dem Fall mit einer Klammer schützen, denn Minus und Punktrechnungen zusammen, das passt nicht so schön, mal 1 halb. So, und das können wir schreiben als Minus, du kennst ja diese Minus-Plus-Regeln, 2 mal 1 halb. Und 2 mal 1 halb ist minus 1. 2 hoch minus 1. Ja, und 2 hoch minus 1 ist auch wieder 1 halb. Dann hier Wurzel aus 2 hoch 3. Das jetzt vereinfachen. Da schreibst du einfach die Wurzel wieder als 1 halb. Dann hast du nämlich 2 hoch 3. Und jetzt machst du hier hoch 1 halb. Und dann wendest du wieder unsere Regel an. Ist 2 hoch 3 halbe. Ja, und fertig. Weiter vereinfachen kannst du es nicht. Und hier, das sieht natürlich ganz schlimm aus, Wurzel von der Wurzel, da gehen wir auch ganz stur vor. Wir lösen erstmal die innere Wurzel, indem wir jetzt, ja, wir machen gleich das Zahlenergebnis, Wurzel 16 ist 4. So, und jetzt haben wir Wurzel 4 und das ist 2 und Ende. So, wir haben eben das Zusammenfassen von Potenzen bei gleicher Basis kennengelernt. Und das war dieses Spiel. 2 hoch 3 mal 2 hoch 4, gleiche Basis, gibt selbe Basis und dann hier oben 3 plus 4. So, jetzt gibt es aber noch eine andere Möglichkeit, Potenzen zusammenzufassen, nämlich sowas. 5 hoch 3 mal 6 hoch 3, was fällt dir jetzt auf? Ja, die Basen sind jetzt unterschiedlich, aber der Exponent ist der gleiche. Und das kann ich so zusammenfassen, 5 mal 6, ich mache jetzt nochmal eine Klammer extra rum, hoch 3. Das kannst du dir auch ganz einfach klar machen, wenn du es einfach ausmultiplizierst. Also allgemein können wir schreiben, a hoch n mal b hoch n ist gleich ab hoch n. So, jetzt wenden wir uns mal den Zehnerpotenzen zu. Und zwar, hier, 2000, schreib das mal als Zehnerpotenz. Vielleicht möchtest du alle dir mal anschauen, ob du es packst. Kurz auf Pause drücken und dann gehen wir die Lösungen durch.
So, also die Lösungen. 2000, 1000 ist 10 hoch 3, also ist es einfach 2 mal 10 hoch 3. Und das 1000 10 hoch 3 ist, haben wir schon wiederholt in Videos dargestellt und jetzt in diesem hier am Anfang auch gleich mit dem 10 mal 10 mal 10. So, 30.000, auch hier, geh auf Nummer sicher, trenn die 3 ab. Jetzt hast du hier noch eine 1 mit 4 Nullen. Und dann werden aus den 4 Nullen 10 hoch 4. Hier, da ist das abgetrennte die 5. Du hast 5 mal die 1 mit 5 Nullen. Und aus der 1 mit 5 Nullen wird 10 hoch 5. So, und jetzt hast du hier 9 Millionen. Was ist denn eine Million? Eine Million ist 10 hoch 6. Also hast du 9 mal 10 hoch 6. Und jetzt kommen wir zur wissenschaftlichen Schreibweise. Hier, du magst dir die Zahlen mal kurz notieren und auch auf Pause drücken und dann selbst versuchen, die Lösungen zu finden. Und jetzt machen wir die Lösungen. Du hast dich erinnert, 2000 ist 2 mal 10 hoch 3. Na, und das ist ein bisschen abgewandelt jetzt. Da müssen wir dann schreiben 2,13 mal 10 hoch 3. Wenn das ein Ergebnis in der Physik wäre, dann müsstest du eigentlich 2,130 mal 10 hoch 3 schreiben, weil da schmeißt man nicht einfach Stellen weg, aber hier in Mathe ist es schon eigentlich okay. So, hier haben wir jetzt 30.100. Erinnere dich an 30.000, das war 3 mal 10 hoch 4, also ist es hier 3,01 mal 10 hoch 4. Wir erklären hier gar nicht viel mit Stellen, Komma, rechts, links und so weiter. Es hat sich gezeigt, dass Schüler allein durch Mustererkennung die richtigen Lösungen finden in diesen Fällen. Und deshalb auch hier 422.000 ist dann, denkt dran, 400.000 ist 4 mal 100.000 ist 4 mal 10 hoch 5, also ist das 4,22 mal 10 hoch 5. Und fertig sind wir mit der wissenschaftlichen Schreibweise. Halt, so ganz fertig sind wir natürlich noch nicht. Es kommen ja auch noch die negativen Potenzen mit der wissenschaftlichen Schreibweise, beziehungsweise die Potenzen mit negativen Exponenten. Hier haben wir jetzt drei Beispiele und zwar in beiden Richtungen. Erstes Beispiel, 321 mal 10 hoch minus 5. Dazu müssen wir erstmal 100% wissen, was 10 hoch minus 5 ist als Dezimalzahl. Wir wollen hier in Dezimalzahl umrechnen. Also 321 mal, und jetzt die 10 hoch minus 5 ist 0,0004 Nuller und die 1, das ist 10 hoch minus 5. So, und jetzt können wir das einfach mit 321 multiplizieren, also den 1er praktisch, dann haben wir 0,00321. Ganz analog ist es hier, 10 hoch minus 6. So, da müssen wir auch erstmal wissen, was 10 hoch minus 6 ist. Und das ist natürlich die 0 mit den 5 führenden Nullen und dann hier die 1. Das ist 10 hoch minus 6. Ja? Und dann können wir jetzt hier mit der 1, 2, 3, 4 multiplizieren und haben 0,00 und jetzt steht hier 1, 2, 3, 4. Und schließlich soll jetzt das in die wissenschaftliche Schreibweise hier überführt werden. Da gibt es jetzt einfach verschiedene Methoden, mit denen man sich sowas merkt. Also ich habe auch ein Video dazu gemacht, wird jetzt gleich auch verlinkt. Eine Methode ist, ich denke mir, dass ich das Ganze erstmal mit 1000 multipliziere und dann auch wieder durch 1000 dividiere. Also mal 1000 heißt, dass es einfach 3,7 wird. Das Komma ist inzwischen darüber gerutscht, 3,7. Und durch 1000 ist, dass es 10 hoch minus 3 ist. Und fertig bin ich. So, das waren jetzt auf die Schnelle Übungen, Aufgaben und Lösungen und auch einige Erklärungen zu Potenzen und zu Potenzrechnungen. Einige Videos dazu in dieser Reihe sind verlinkt, hier im Video und auch unten in der Beschreibung. Jetzt heißt es einfach rangehen und üben. Das ist dazu gedacht, dass du weiter übst und auf diese Weise fit wirst im Rechnen mit Potenzen.